Hallihallo, ja, hier ist eure Melanie. Herzlich willkommen zu dem neuen Orakel. Und zwar habe ich hier die nächsten Schritte für euch ausgelegt. Das heißt, wir gucken also, was hier dein Herzensmensch in deine Richtung vorhat. Ich habe auch die erste Reihe hier freigelassen und ja, wir klären das dann gemeinsam zusammen ab. Ja, ihr wisst ja immer, es ist ein allgemeines Kollektiv. Ihr könnt also damit in Resonanz gehen oder eben auch nicht. Und ja, diese Legung ersetzt auch keine private, persönliche Legung, bitte das beachten. Ne? Es kann hier im Kollektiv ganz anders liegen, als wie in deinem eigenen Blatt. Ne? Da muss man einfach ehrlich sein und das muss man auch immer erwähnen. Also wie gesagt, Kollektiv kann ganz anders sein, als wie es in deiner eigenen Legung ist. Also wer da möchte, der kann mich gerne anschreiben. Ja, wie ihr seht, haben wir hier das Haus, den Klee, die Lilien, das Schiff und die Wolken. Und man sieht schon, ja, dass wir wieder mal dieses ja, Sicherheitsthema auch haben, häusliches, familiäres, also alles, was sein privates Umfeld betrifft. Und man sieht hier, dass hier eigentlich in Kürze etwas in den Ausgleich gebracht werden sollte. Wir haben hier sehr starke Anziehungskraft auch, aber es ist einfach die Harmonie, die Balance, der Ausgleich und man sieht hier mit dem Schiff und den Wolken, dass das gerade nicht so schnell vonstatten geht. Das heißt, es wird hier einfach noch einen längeren Zeitraum ja, bedürfen, dass hier mal Licht in die Angelegenheit hineinkommt. Das Schiff ist zwar eine Veränderung, aber wir wissen ja auch alle, oder die, die mir schon länger zugucken, dass das Schiff nicht unbedingt die schnellste Karte hier ist. Aber wir haben hier zumindest schon die helle Seite an das Schiff dran. Das heißt, es wird sich lichten. So, jetzt haben wir natürlich hier wieder zwei Zeitangaben dabei. In der Hauptkarte hier natürlich die Lilien, was jetzt zum einen für die kalte Jahreszeit sprechen könnte. Aber das klären wir gleich ab, ob es tatsächlich so ist. Und hier haben wir mit den Wolken eher das herbstliche Wetter. Ne? Also wo da die Sonne reinkommt. So, an sich schon mal eine gute Aussage, finde ich, ja, dass man sagt, okay, es wird noch dauern, bis der Herr hier in seine Mitte, in seinen Ausgleich kommt. Aber immerhin haben wir schon Licht am Horizont hier. Ne? So, dann gucken wir mal in die Klärungskarten hinein. Da haben wir also einmal hier den Hund bekommen auf das Haus, dann haben wir den Reiter und dann haben wir hier den Fuchs. Ja, hier kann es sein, dass es noch, ja, wie soll ich sagen, falsche Handlungen gibt. Das kann es also mit seinem privaten Umfeld zu tun haben, weil wir hier wieder den Hund haben. Das kann also für den Freundeskreis stehen, was ich ja schon in den letzten Orakeln auch mal immer wieder erwähnt hatte, ne, dass also hier einfach das Umfeld, das er hat, und das, was er hier macht, durch dieses Umfeld nicht unbedingt ja, sehr schlau ist, wie man hier sieht. Jetzt ist der Fuchs aber nicht immer eine negative Karte oder auch nicht immer negativ zu sehen, sondern man könnte hier schon auch sagen, es geht halt um das Thema Selbstwert, ne? Das erstmal in die Stabilität gebracht werden muss. Na, das ist also dieser Ausgleich und dass man im Endeffekt, wenn man etwas macht, es letztendlich auch schlau und clever durchdacht ist. Also das heißt, der Fuchs kann ja auch hier für die Schleue stehen, ne? Nicht immer für das Negative, sondern auch das Positive, dass man also irgendwo auch schlau sein muss. Und ja, da muss er halt hier wirklich in seinen Selbstwert erstmal kommen und ja, bevor man handelt, vielleicht auch mal nachdenken, ob das, was man tut, ob das in dem Moment so gut ist. Ne? Aber wir schauen jetzt erstmal weiter, was die weiteren Klärungskarten hier sagen. Dann haben wir hier einmal die Forderungen bekommen. Erklärungen einfordern, auf Antworten warten, eine Aussprache findet statt, Entscheidungen stehen an, Klarheit und die Konfrontation. Ja, und es kann jetzt mitunter noch im häuslichen Bereich sein, wo einfach noch etwas geklärt werden muss. Ja, das lag ja schon des Öfteren immer wie mal wieder, dass er da anscheinend auch Schwierigkeiten hat oder dass da Dinge in die falsche Richtung einfach auch laufen oder das, was er hier macht, zum einen nicht förderlich ist und zum anderen im Endeffekt die Schleue dahinter stehen sollte. So, und hier geht es um Erklärungen einfordern. Das heißt, man möchte auch hier Antworten haben. Also auch das zeigt wieder an, dass also hier etwas in seinem privaten Bereich nicht so sonderlich läuft.
falsche Freunde etc. Der Hund könnte aber auch eine Schwester, einen Bruder, irgendwas anderes darstellen. Also hier sieht man schon, da geht es um eine Aussprache. So, jetzt kann es natürlich auch hier sein, dass man über den freundschaftlichen Weg wieder auf dich zukommt, aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist einfach ein bisschen die Achtung da, weil der Fuchs einfach auch eine Warnkarte ist, das kann man nicht so abtun, dass man einfach hier auch aufpassen sollte, was dieser Mensch dir hier sagt. Ja? Es wird eine Aussprache stattfinden. Es kann natürlich hier sein, dass es erstmal über einen freundschaftlichen Weg probiert. Es kann auch sein, dass es vielleicht über einen Freund oder Freundin macht. Ja? Auch das ist hier nicht auszuschließen, weil ja eine gewisse Klarheit hier reingebracht werden sollte. Ja? Also das kann jetzt, wie gesagt, im familiären sein. Es kann aber auch bezüglich dir sein. So, dann haben wir als zweite Karte die Pudding Arme. Und hier sieht man, dass, ja, dass man sich etwas also nicht zutraut, dass es viele Worte, aber keine Taten gibt. Vor anderen den großen Max markieren, kein Selbstwert, nur etwas darstellen und die Hosen voll. Ja? Und das passt hier eigentlich wunderbar. Auf der einen Seite möchte man zwar was klären und man weiß, dass es um gewisse Entscheidungen ja auch geht oder um gewisse Veränderungen, die jetzt endlich mal hineinkommen sollten. Ne? Aber auf der anderen Seite traut man sich nicht. Ja, man ist also hier so ein Blabla-Mensch und deswegen habe ich ja gesagt, pass auf, auch wenn der hier über einen freundschaftlichen Weg wieder kommt, der ist noch lange nicht so weit, dass man hier mit ihm etwas klären könnte oder dass hier letztendlich das Ergebnis rauskommt, was du dir vielleicht durch diese Aussprache oder etwas erhoffst, weil dieser Mensch einfach hier mehr oder weniger noch nicht in seinem Selbstwert da ist. Ja, das haben wir hier auch. Und das heißt, man möchte zwar nach außen etwas darstellen, ja, und das kann hier schon wieder in der Kommunikation verkehrt laufen, na, dass man also wieder hier den großen Macker mimt oder was weiß ich, was man macht, ja. Aber letztendlich weiß man eigentlich ganz genau, dass diese Vorgehensweise nicht richtig ist. Ja, also hier hat jemand tatsächlich wirklich die Hosen voll. Ob das jetzt in Bezug auf dich ist oder ob das noch was in seinem häuslichen Bereich ist oder mit Freunden, also sein privates Umfeld betrifft, da ist es letztendlich dasselbe. Das heißt, er verhält sich nicht nur gegenüber dir so, sondern er verhält sich gegenüber allen so. Ja, das ist also dieses Mimen, dieses man spielt etwas vor, was man eigentlich nicht ist. So. Dann haben wir hier die Medikamente drauf bekommen. Da haben wir die Verletzungen, erschöpft, Mangel, Gemütszustand angeschlagen, negatives Ereignis und die depressive Verstimmung. Also im Endeffekt, auch das erklärt das wieder sehr schön mit dem Fuchs. Hier ist einfach jemand in einem Mangelzustand. Na, und man sieht, dass er angeschlagen ist, aber das würde er nach außen niemals zeigen. Ja, man könnte also hier schon wieder sagen, das ist also diese typische Maskerade, aber hier haben wir auch negative Ereignisse, die stattfinden. Das kann auch sein, dass ihm irgendwelche Lügen zugetragen werden, dass er aber auch jetzt über jemanden draufkommt, dass hier etwas falsch läuft oder dass man vielleicht belogen oder betrogen worden ist. Und dass natürlich diese Aussprache ansteht, aber da man ja nicht in seinem Selbstwert ist, ist man jetzt hier eher etwas runtergezogen. Ja, das ist also, wie wenn man sagt, dem geht es nicht wirklich gut, aber das würde man nach außen natürlich überhaupt nicht zeigen, weil das würde ja schon wieder ein Teil von Schwäche darstellen. Ja, also wenn ich zugebe, dass es mir nicht gut geht, dass ich Verletzungen habe, dass ich leide, dass ich einfach keine Kraft mehr habe und so weiter, das geht gar nicht. Ja, so. Dann haben wir hier die 9 der Schwerter und das bestätigt das eigentlich nochmal. Hier haben wir wieder die Traurigkeit und die Sorgen drauf, die Depressionen. Man ist bedrückt, man ist verzweifelt, man hat Gewissensbisse. Es ist auch eine gewisse Reue da. Hiobsbotschaften, die reinkommen. Also hier hat wirklich jemand Zukunftsängste, ja, sehr gestresst, kann auch vielleicht wirklich kurz vorm Burnout stehen, aber das ist einfach auch diese Handlungsweise oder der Handlungsweise zurückzuführen, die dieser Mensch eben gerade nach außen auch zeigt. Na, das ist, ja, ich muss mich ablenken, ich muss hier den Großen spielen, das ist alles das Gleiche. So, dann haben wir hier die 4 der Kelche und da haben wir eigentlich wieder genau, da ist der Verdruss drauf. Ne? Also man sieht schon, es läuft hier weder privat noch in deine Richtung sonderlich gut. Ne?
Und hier ist jemand auch sehr trotzig, wie man sieht. Ja, also es kann jemand sein, der, wenn man etwas sagt, relativ schnell beleidigt ist. Ja. Aber das ist einfach diese innere Unzufriedenheit. Man läuft dann von einem Fettnäpfchen sozusagen ins andere rein. Na, man ist wütend, man ist zornig. Es ist wirklich so ein Kindergarten-Trotzverhalten, dass man sagt, nö, Versöhnungsbereitschaft will ich auch nicht. Na, man verpasst so viele gute Chancen, ja, man verpasst die Gelegenheiten, weil man einfach genau dieses Verhalten hier an den Tag legt. Und ich bin jetzt gespannt, was die weiteren Karten noch sagen, aber das scheint halt auch bei ihm im Privaten so zu sein. Ne? Er ist überall der Coole, der Starke, gar nichts eingestehen, viel Blabla. Ne? Es kann auch jemand sein, ja, der das gerne auch auf andere schiebt, dass man sagt, ja, ihr habt immer nur bla bla, aber im Endeffekt ist es die Person selber, die hier bla bla macht. Ja, also da sieht man schon, dass da noch einiges im Argen liegt. Einiges. Na? Und wenn man das hier rüberspiegelt mit den Wolken, dann ist da sehr viel Unsicherheit da von deinem Gegenüber, sehr viele Unklarheiten, sehr viele Missverständnisse. Also, ja, wie gesagt, wenn er bei dir hier über den freundschaftlichen Weg kommt, dann sei achtsam, ja, beobachte das erstmal. Für ihn kann das natürlich auch stehen, dass er das, was er raushaut, erstmal auch beobachten möchte, wie du darauf reagierst. Aber es ist einfach eine Warnkarte und ich betone es, achte darauf, wie er sich hier in die Kommunikation gibt, ob das er selber ist oder ob das vielleicht sogar, weil er die Hosen voll hat, über eine dritte Person noch sein könnte. Ja, dass er hier einen Freund engagiert und sagt, du guck doch mal, was die macht oder wie es der geht, ne? Dass da Kommunikation ist. Also, dass man das nicht auf dem direkten Weg macht, weil, wie gesagt, das müsste er sich ja selber eingestehen, dass du ihm doch was bedeutest, ne? Und dass er dich doch nicht hier loslassen kann. Das kann also durchaus noch über eine andere Person passieren. Aber wir schauen jetzt mal weiter. So, wir haben jetzt hier den Klee, das ja auch für einen kürzeren Zeitraum liegt. Wir haben aber mit dem Klee auch das kleine Glück, das ist die Unverbindlichkeit, ne? Und da sieht man schon, dass auch hier keine großen Erfolge, wie ich gerade eben sagte, stattfinden werden, weil es einfach noch nicht im Gesamten passt. So, wir haben hier mit den Klärungskarten einmal die Blümchen bekommen. Da geht es also eigentlich um ein Geschenk, das er erhalten soll oder beziehungsweise um eine Einladung, die auch vielleicht ausgesprochen werden soll. Dann haben wir hier das Haus. Kann auch hier wieder eine Einladung im häuslichen Bereich sein und wir haben hier die Sonne. So, und da belichtet sich wieder einiges. So, wir haben zwar hier Erfolg drauf, die Sonne ist ja eine Glückskarte. Ja, wir haben hier zwei Glückskarten, die kleinste und die größte. Und hier kann es sein, dass man dir eine Einladung ausspricht, ja, dass man vielleicht dich besuchen will oder zu dir nach Hause kommen möchte. Das würde dann jetzt hier im Sommer tatsächlich noch stattfinden, was wir ja immer wieder mit der Sonne haben, ne? Aber wie gesagt, Zeit ist ja relativ. Aber es kann hier in Kürze auch eine Einladung im häuslichen Bereich sein. Jetzt noch, ne? Wo aber hier auch irgendetwas belichtet oder beleuchtet wird. Und das würde dann wieder auch zur letzten Short Message passen, ne? Wo ich schon gesagt habe, da steht irgendwas an. Ne? So, in den Klärungskarten haben wir hier die Machtspiele bekommen und da haben wir die Manipulation, sich etwas zum Nutzen machen, keine ehrlichen Absichten. Man spielt mit dem Feuer, unter Druck setzen oder etwas erzwingen wollen. Ja? Und natürlich will er in sein Glück rein, aber wir haben ja hier immer nur das kleine Glück. Und wenn ich natürlich dieses Manipulative, na, wenn ich sage, er geht nicht auf den direkten Weg auf dich zu, sondern es wird hier über einen Freund gespielt, ja, dann ist das auch schon wieder Manipulation. Das heißt, im Endeffekt, na, traut er sich nicht, hier auf dich zuzugehen. Das wären dann in dem Sinne schon wieder keine ehrlichen Absichten, sondern weil man halt, wie gesagt, hier die Hosen einfach voll hat. Na, man traut sich nicht. Und natürlich spielt man hier in einer gewissen Weise natürlich auch mit dem Feuer. Ja, es kann natürlich jetzt auch für ihn stehen, ne, dass er dann das unbedingt etwas erzwingen möchte oder dass er selber hier auch manipuliert wird. Jetzt schauen wir mal weiter. Wir haben hier den Blüteengel. Das ist eigentlich eine sehr schöne Karte, weil man hier sieht, da erwacht irgendetwas zum Leben. Es ist also Zeit für einen Neuanfang. Frühlingsgefühle, verliebt, kribbeln im Bauch.
die Jahreszeit Frühling. Also hier geht es darum, dass also etwas Neues beginnen soll. Ja, da geht es ja auch wieder, hier wird irgendetwas belichtet, was hier bei ihm im häuslichen Bereich falsch läuft, was auch mit dir falsch gelaufen ist. Und da ist es Zeit für einen Neuanfang. Das heißt, man kommt mit Manipulation nicht mehr weiter, ja, oder er manipuliert sich da ja in dem Sinne auch selbst, ne? Dieses, alles, was ich mache, weiß ich, dass es nicht richtig ist, aber im Endeffekt belüge ich mich und betrüge ich mich selbst in den Aktionen, was ich mache, ne? Aber da wir hier noch dieses trotzige Kindsverhalten haben, ja, ist das halt so, ne? Aber man hat hier schon ein Kribbeln im Bauch. Das heißt, er würde gerne auf dich zukommen, wie man hier sieht, ne? Aber es ist halt wieder mehr oder weniger auch diese Unverbindlichkeit dabei. Also noch nichts irgendwo, wo man sagt, ja, Stabilität und Sicherheit will er auf der einen Seite und er will den Erfolg, aber dann hat er doch wieder hier nur den kleinen Erfolg. Also das ist ein bisschen konträr auch, wenn man das so anschaut. So, und dann haben wir hier den Werwolf und da haben wir die Nachtaktivität, hat über den Tag wenig Zeit, versteckte und heimliche Beziehungen führen, führt ein Doppelleben, hat andere Prioritäten, ist nur quasi auf Sex aus. Und deswegen ist hier einfach die Warnung, ne? Guckt euch das an, wie er ums Eck kommt, über wen er ums Eck kommt, weil letztendlich haben will er das schon alles, ja, und dann ist ihm ist auch alles recht, hier auszunutzen, aber hier spielt jemand nicht ehrlich, das ist einfach so, ja, hier führt jemand ein Doppelleben oder kann jetzt für viele sein, ne? Gerade wenn er, wenn du vielleicht eine Affäre bist oder du weißt, dass er hier noch in einer Verbindung ist, schlafen tut er sowieso nicht, wie man hier sieht, ja, und er hat halt auch die Prioritäten hier auf etwas anderes gesetzt, ja. Darum sage ich ja, es ist sehr, sehr konträr. Auf der einen Seite haben wir hier die Manipulation und dieses, ja, und auf der anderen Seite ist es aber Zeit für einen Neuanfang. Das heißt, er weiß eigentlich ganz genau, dass er mit dem Verhalten, was er aktuell an den Tag legt oder wie er sich auch im Außen gibt, wie er sich in der Familie gibt, nicht ans Ziel kommt, ja. Es ist nicht zielführend. Und es kann also hier nochmal sein, dass hier eine Feierlichkeit im familiären jetzt stattfindet, wo er nochmal draufkommt, dass hier irgendwo manipuliert wird oder dass hier irgendetwas nicht passt. Es wird also irgendwas belichtet. Es kann aber auch einfach jemand etwas sagen, ihm zutragen, dass man sagt, ja, du bist doch nur auf das eine aus, ja, du setzt deine Prioritäten falsch. Also, dass man ihn dann auch nochmal darauf hinweist, das würde ich jetzt hier nicht ausschließen, ne? So, jetzt gucken wir mal weiter. Da haben wir nämlich auch wieder den Kinderwagen drauf, ja. Hier soll ja etwas Neues entstehen, also ein Neuanfang in allen Lebenslagen, ne? Und da sieht man hier auch schon, dass noch etwas in den Kinderschüchchen steckt. Ne? Das ist also ganz am Anfang. Ne? Er versucht immer noch mit dieser Vorgehensweise irgendwo ans Ziel zu kommen. Aber man sieht schon, Erfolg wird das wenig haben, auch wenn wir hier die Sonne haben. Ne? Es ist das kurzfristige Glück wieder. Ne? Aber wie gesagt, eine Einladung wird hier ausgesprochen. Aber bitte auch darauf achten, dass du nicht manipuliert wirst oder dass er guck dir an, mit was er da ums Eck kommt, ne? Was er da genau will, weil wenn er nur Sex will, dann kannst du das gleich mal in die Tonne treten, ne? Also entweder besucht er dich, weil er dich besuchen will und weil er mit dir was machen will, aber nicht, weil er mit dir hier in der Kiste landen will, ne? Also das ist auch immer dieses, ja, man kann sich ja nur so kennenlernen, das stimmt alles nicht, ne? Also da aufpassen. So, dann haben wir hier die 7 der Kelche, da haben wir die Illusion, das Wunschdenken, Traumtänzerei, Luftschlösser, falsche Hoffnungen, Verharren in Fantasien, die rosarote Brille, dann haben wir hier auch die Täuschung drauf, die falschen Absprachen, die Zusagen und die leeren Versprechungen. Und ich denke schon, dass das bei ihm auch nochmal hier mit dem häuslichen Bereich zu tun hat, dass er da einfach nochmal drauf kommt, dass hier eben auch falsche Zusagen, falsche Absprachen gemacht worden sind, dass er da getäuscht worden ist, dass er da auf etwas vertraut hat, wo man ihn eigentlich nur belogen oder betrogen hat. Also hier kommen wir wieder auf dasselbe Thema raus, ne? Irgendwo auch selber die rosarote Brille auf hatte. Ne? Also hier wird ihm quasi diese Brille aber abgezogen. Und wir haben hier die Königin der Kelche. Ja? Und im Endeffekt, die Königin der Kelche kannst jetzt auch du sein, ja, indem dass man sagt, ja, das, man,
Das ist jemand, der sehr verträumt ist, der sehr viel Emotion zeigt, der sehr viel Gefühle offen darlegt, ne? Der sehr hilfsbereit ist, der sehr feinfühlig ist, der viel Verständnis hat, ne? Aber genau um das geht es ja eigentlich auch bei ihm, ne? Also man sieht ja schon, da bist du schon irgendwo so der Sicherheitsanker, ne? Aber trotzdem kann man sich nicht auf das einlassen, weil man wieder denkt, okay, das könnte hier wieder in die Kacke laufen, so ungefähr, ne? Also da spielen diese Ängste noch mit. Und wenn man das hier so anschaut, dann ist das meines Erachtens ein sehr gebrandmarktes Kind, ne? Dass man hier sagt, da ist einfach schon alles schief gelaufen, ne? Und jetzt geht man davon aus, dass es wieder schief läuft, und dann macht man hier halt einen auf den Macker vom Acker, wie ich schon gesagt habe, ne? Ja, dann mache ich es über die sexuelle Schiene einfach. Ja, dieses oberflächliche, äußerliche Ego-Pushen. Das ist Ego-Pushen hoch drei, mehr ist das nicht. Ja. Und hier hat er aber das Pendant, ne? Dass du diese Dame bist, die aber einfach ihm zwar ein Kelch reicht, ne? Mit da, wo aber die Gefühle drin sind, aber er kann das hier nicht greifen, ne? Da haben wir ja hier, wie man sieht, ne, da könnte ja aus dem Kelch ja auch die Schlange rauskommen. Ach ja. So, gucken wir mal auf die Lilien weiter. Da haben wir den Bären. Und wir haben hier die Sense. Ja, der Ausgleich ist eben dahin zu sehen, dass dieser Mann in seine Stärke kommt. Ne? Und zwar schnell. Die Sense hier umgekehrt steht, das ist ja für die Spontanität. Das heißt, wir haben aber hier alte Verletzungen, wie man sieht. Das heißt, das, was hier auch wieder im Familiären, das könnte hier so tatsächlich auch ein Vater-Mutter-Thema sein, was seine Verletzung darstellt. Und da sieht man schon, dass das erstmal in den, ja, in den Ausgleich gebracht werden muss, darf, ja, weil sonst geht es hier nicht vorwärts. Weil wenn man dieses hier anschaut, ne, ja, ich bin hier der Tollste und der Schönste und hier Sex und tralala und auf Gefühle lasse ich mich nicht ein, und weil dann könnte ich ja wieder verletzt werden, ne? Das so funktioniert das aber nicht. Und deswegen hat dieser Mann auch immer nur kleine Erfolge. Das ist da, wo er eigentlich hin will, ja, in die Leichtigkeit, in die Stabilität und in das große Glück, ja. Mit so mit Sicherheit nicht. Ja, das heißt, also er muss sich hier seine Verletzung anschauen. In dem Fall wäre es hier vielleicht sogar ein Vaterthema, aber dann, was Kollektiv haben, könnte es auch ein Mutterthema sein. Aber vorrangig der Vater hier, na, wo vielleicht eben auch schon keine Emotionen gezeigt worden sind oder wo eben durch den Vater diese Verletzung stattgefunden hat, familiär hier auch. Vielleicht auch im sexuellen Bereich, dass es hier schon mal Lug und Betrug gab. Vielleicht hat sein Vater seine Mutter betrogen und so weiter. Also, na, da haben wir mehrere Variationen, aber man sieht, das muss jetzt erstmal in den Ausgleich gebracht werden. So, dann haben wir hier den Glücksengel. Ja, und man ist da schon auf dem richtigen Weg, oder es wäre der richtige Weg, ja, in die positive Einstellung zu gehen. Ja, irgendwas verändert sich aber hier ins Positive. Also wir haben hier die Hoffnung drauf, der Glücksengel ist eigentlich eine glückliche Fügung. Das heißt, das kommt halt bei ihm jetzt hier an die Oberfläche, und das würde hier auch wieder irgendwas in der Familie bedeuten, dass also hier irgendwas belichtet wird, wo man sagt, ja, da bin ich eigentlich die ganze Zeit genauso auf die Schnauze gefallen wie mit jedem anderen, ne? Aber es muss ja an die Oberfläche kommen, weil sonst kann sie hier nicht ausgeglichen werden. So, dann haben wir hier den Sommertraum. Ja, und es ist Zeit für Wärme und Geborgenheit, ne? Weil das wünscht er sich ja hier eigentlich mit dir. Ja, du bist die Königin der Kelche, die ihm das gibt. Ja, diese Sicherheit, dieses Verständnis. Du bist, wie gesagt, sehr feinfühlig, oder auch bist du voller Emotionen und Gefühle. Aber er kann nichts damit anfangen, ne? Wie ihr seht, er kann nichts damit anfangen und hat aber trotzdem hier die Glücksgefühle drinnen. Na, und er weiß, dass es Zeit ist, aufzubrechen. Ja, er kann nicht länger hier bleiben, er weiß das aber auch. Also wir haben es hier nicht mit jemandem zu tun, wie man sagt, der total dumm ist. Nee, man merkt das schon, man spürt das schon, und es wird ihm ja auch nochmal gezeigt jetzt, ja. Deswegen kommt es ja gerade an die Oberfläche, jetzt noch im Sommer, wo er sich das anschauen darf. So, dann haben wir hier die Schneekönigin, da haben wir genau das Gegenteil wieder dabei, ne? Wir haben also die frostigen Zeiten, die Fronten sind verhärtet, etwas ist auf Eis gelegt, man hat die Gefühlskälte hier da, ja, man hat sich entliebt, die Beziehung steht vor dem Aus, und hier haben wir die Jahreszeit Winter. So, und er weiß, wenn er so weitermacht,
Ja, und das ist egal, ob es jetzt mit dir primär zu tun hat oder mit dem anderen Bereich, wird es ein Aus einfach geben. Das heißt, es wird dann auch mit dir keine Chance mehr geben. Ne? Weil momentan haben wir hier schon die frostigen Zeiten. Das heißt, auf der einen Seite hat er zwar die Glücksgefühle da und möchte ja das alles, und auf der anderen Seite haben wir das trotzige Kind, das sich verschließt. Ne? Und nee, Gefühle kann ich nicht zeigen. So, und das ist halt jetzt die Frage, war das sein Vater, seine Mutter, wo das schon so war? Ja, dass man das also nicht wirklich mitbekommen hat, gelernt hat. Vielleicht ist auch da irgendwas mal in die Brüche gegangen, wo er einfach eine Klatsche weg hat. Na? Also das scheint hier ein ordentliches Thema zu sein. So, und dann haben wir hier den falschen Platz. Ja, eine falsche Entscheidung hat man hier getroffen. Man war unecht. Man hat vielleicht auch in einer Zweckbeziehung verweilt oder verweilt man halt noch. Man hat kein Heimatgefühl, ja. Und man führt das Leben von jemand anders. So, jetzt kommen wir wieder auf das zurück. Na? Das heißt, im Endeffekt, wie ich schon sagte, weiß er, dass er falsche Entscheidungen trifft. Na, hier der Reiter mit dem Fuchs. Seine Aktivität wird ihn nicht ans Ziel führen. Und das Schlimme ist, dass er es weiß und er muss es trotzdem machen. So, aber das ist eben eine alte Verletzung aus der Familie raus. Das heißt, auch da wurde vielleicht schon belogen und betrogen. Das Unechte, ja, das war man nicht authentisch. Vielleicht waren seine Eltern in einer Zweckbeziehung. Also irgendwo hat er da sehr, sehr viel mitbekommen. Deswegen habe ich gesagt, ist ein gebrandmarktes Kind, ja. Und dieses Leben, das lebt er jetzt. Und deswegen kann er sich nicht einlassen. Das heißt, er tut sich wahnsinnig schwer, Gefühle zuzulassen. Er tut sich wahnsinnig schwer, über Gefühle zu reden. Es ist ein Blabla-Mensch, ja, der nach außen hin gut dastehen will. Aber wie man hier sieht, ist dieser Mensch innerlich komplett zerbrochen. Das muss man einfach mal so sagen, ja? Weil das, was er dir nach außen hier vorspielt, ist mit Sicherheit nicht das, was innen läuft. Das kann ich dir mit Sicherheit hier sagen. Das tut es nicht. Und da haben wir den Käfig, ne? Ja, man fühlt sich einsam. Man ist wie in einem goldenen Käfig. Man kann sich nicht frei entfalten. Ja, man ist gefangen in irgendwelchen Abhängigkeiten. Man verzichtet auf viel. Und deswegen hat dieser Mensch auch diesen Freiheitsdrang. Ja, das heißt, dieses nicht binden, nicht festlegen wollen, weil ich Angst habe, dass ich hinterher wieder einsam bin, dass ich Angst habe, dass ich mich nicht entfalten kann, dass man mir wieder Vorschriften macht, dass ich wieder das zu tun habe, was alle anderen sagen. Ja, aber da hängt er ja schon mittendrin. Also der lebt hier das Leben seiner Mutter, seines Vaters oder die Ehe seiner Eltern, aber das ist nicht er selbst. Ja, ich schwör's euch, es ist nicht er selbst. Das, was ihr hier im Außen seht, ist nicht diese Person. Ja, das ist einfach eine Maskerade, eine Fassade, damit man nicht wieder ja, desillusioniert wird, damit man nicht wieder verletzt wird, damit nicht wieder irgendwas schiefläuft. Aber mit dieser Weise haben wir hier eben einfach den kurzfristigen Erfolg. Das heißt, er wird nicht ankommen. Also zumindest nicht dahin, wo er ankommen will. So, dann haben wir die Sechs der Schwerter und das ist dieser Aufbruch, der eigentlich ja schon stattfinden soll, wie man es hier eigentlich schon. Soll ich mal das Fenster zumachen, weil hier ist wieder alles so laut draußen. Die arbeiten hier, werkeln wieder bei mir im Haus weiter. So, man weiß, dass man aufbrechen muss, weil dieses Schema hier nicht in die Balance, in die Harmonie führt, sondern letztendlich als eine Abhängigkeit ist, wie wir hier schon haben, ja. Und da haben wir eben den Aufbruch mit den weichen Knien. Das heißt, man traut sich nicht noch, ne, da erstmal in diese Kraft, in die Stärke kommen, und wirklich sich auf etwas Neues einzulassen. Also wir haben hier einen sehr langsamen Annäherungsprozess, oder auch einen sehr langsamen Ablöseprozess. Also es kann tatsächlich hier bei diesem Menschen, wenn du damit in Resonanz gehst, tatsächlich noch bis Herbst, Winter dauern, bis der hier wirklich so weit ist, dass er hier in seine Kraft kommt. Da wir aber die Sense umgekehrt haben, kann das aber auch spontan passieren, ja? Weil, wie gesagt, hier sind viele Sachen finden gerade statt bei deinem Gegenüber. Das heißt, dass alles, was verschwiegen worden ist, kommt dann die Oberfläche. Ja, es wird, also wir haben wieder mal die Zeit, wo die Lügen alle aufgedeckt werden. Im Globalen sieht man das ja jetzt wieder sehr schön mit unserer Regierung, ne? Wo also auch die ollen Kamellen gerade wieder an die Oberfläche fliegen. Ja? Und man wieder versucht, sich in irgendeiner Weise rauszureden, man wüsste nichts davon. Ja? Und genauso ist es hier auch, ne? Dieses, ja, Denny,
Na, will ich mir nicht anschauen, Thema. Aber er wird dahin gebracht, weil es geht ihm eh schon mies genug, auch wenn er nach außen hin, wie gesagt, das absolut nicht zeigt, ja. Oder wenn du von ihm etwas siehst, wo du sagst, naja, aber der ist ja eigentlich total gut drauf. Und das ist alles gespielt. Es ist alles eine Lüge, ja. Es ist nicht ehrlich. Und auch in Bezug auf dich wird er dir das nicht sagen. Na? Also der ist noch nicht so weit, dass er sich hier öffnet. So. Und dann haben wir hier das Ass der Münzen und das heißt, er kriegt also aber jetzt die Chance, das zu ändern. Ja, er wird jetzt darauf hingetrieben, er kriegt die Möglichkeit, etwas in seinem Leben zu verändern. Ja, und das kann hier in allen Bereichen des Lebens sein. Das kann jetzt hier dieses Ablösethema natürlich sein. Es kann sein, dass er sich endlich aus Verstrickungen, Abhängigkeiten rauslöst. Also sollte er noch gebunden sein. Das kann aber auch ein Jobwechsel mit sich ziehen. Kann im finanziellen Bereich eine Veränderung herbeiführen. Also letztendlich ist es jetzt die Chance aufzubrechen. Na, dass er also hier wirklich einen positiven Neustart auch kriegt. Ja, in welchem Bereich auch immer. So, schauen wir auf das Schiff. Also man sieht hier, ne, Sehnsucht ist trotzdem da, ja, in deine Richtung. Aber der ist hier so sehr verletzt worden. Ja, also der hat hier so eine starke Sache in sich, ja, dass das für dein Gegenüber gerade noch wahnsinnig schwer ist. Also da würde ich sagen, da haben wir schon noch einen etwas längeren Heilweg vor uns. So, jetzt schauen wir aber mal auf das Schiff. Ja, siehst du, da haben wir auch wieder hier die Lilien. Das heißt, dieses schwankende Gemüt, was derjenige hat. Na, das Schiff ist auch das schwankende Gemüt. Mal ist man so, dann ist man wieder so, dann ist man wieder so, dann ist man wieder so. Das wirst du mit Sicherheit kennen. Das heißt, es ist ein Mensch, der kann im einen Moment wieder total lieb und freundlich sein und auf der anderen Seite kann er wieder das trotzige Kind sein. Oder er ist in dem Moment ganz normal zu dir, ja, dass du die normal, also die wirklich, dein wirkliches Ich hier siehst oder dein wahres Selbst. Und schwuppdiwupp auf der anderen Seite kann der sofort wieder hier den Macker raushängen. Ne? Also da sieht man schon, das ist ein Auf und ein Ab und das muss in den Ausgleich gebracht werden. So, und da geht es um wieder um das Thema der Stabilität und der Sicherheit und natürlich auch um diese Verankerung, ja, dass der selber erstmal zu sich selbst findet und sich in sich selbst verankert. Das heißt, dieser Mann muss erstmal in sich selbst stabil werden, weil sonst kannst du hier gar nichts damit anfangen. Ja. Na, man ist hier der Anker in die Schlange rein, man ist so sehr in seinen Abhängigkeiten verstrickt, dass es ihm wahnsinnig schwer fällt, das loszulassen. Ja, das kann jetzt hier noch, dass man noch an der Mutti dranhängt, dass man hier noch irgendwo eine Ex hat, die man nicht loslassen kann, dass es hier gerade noch eine Partnerin ist oder eine Partnerschaft, in der er sich befindet. Aber man ist so sehr in diesen Abhängigkeiten drin, ja, dass es ihm wahnsinnig schwer fällt, da rauszukommen. Und das braucht Zeit. Ne? Also das ist ein sehr langsamer Prozess, wie hier auch schon die Sechs der Schwerter hier sagen. Ne? Besser könnte ich das hier gar nicht beschreiben. Das heißt, nicht, dass er nicht wollen würde, ja, der wollen tut er, ja, aber der ist so in sich verstrickt und hängt da fest, dass wir hier auch wieder die Zeitverzögerung drauf haben. Ne? Für ihn ist das sehr, sehr schwierig. Und ich kann es auf der einen Seite auch nachvollziehen, weil jeder, der durch seine eigenen Prozesse geht und mit sich da sich beschäftigt, ja, der wird wissen, welche Sache manchmal recht schwer ist, selber loszulassen. Ja, das ist einfach so. Also da geht es um dieses Verständnis und Wohlwollen, was du ihm als Königin der Kelche eigentlich auch entgegenbracht hast. Aber das heißt jetzt nicht, dass man alles sich gefallen lassen muss oder alles dulden muss. Nein, nein, man muss schon so auch seine Grenzen setzen. Aber nur damit du das hier verstehst, warum dieser Mensch das tut. Weil hier ist eine arge Verletzung da. Und die ist irgendwo aus dem familiären Bereich entstanden. Und deswegen ist er auch hier so schwankend im Gemüt, ne? So, dann haben wir hier den Park. Ja, es geht um das Öffnen des Ganzen, ne? Und was haben wir noch? Ja, ihn selber. Schaut mal, ne? Jetzt lege ich es mal anders, dass wir das besser sehen können. Wieder die Öffentlichkeit, das ist das Außen, ja. Auch das wieder rübergespielt mit der Manipulation. Wir haben hier die Schlange drauf. Hier wird jemand auch von außen sehr, sehr stark manipuliert. Er hält da an jemanden fest, der ihn gut im Griff hat,
Ja, das ist alles. Und er wird wieder über außen manipuliert. Im Endeffekt steht der Neuanfang vor der Tür, ne? Und wieder ist es so, dass man einfach dein Gegenüber nicht in den Neuanfang gehen lassen will, sondern ihn manipuliert und ihm einredet, dass er sowieso nicht glücklich wird. Das ist hier diese Karte, ja, mit dem Werwolf. Ja, du wirst sowieso nicht glücklich. Du wirst eh nicht die Richtige finden oder die passt gar nicht zu dir. Ne? Das ist ja alles wieder nur eine Illusion. Leg doch mal deine rosarote Brille ab. Sei doch hart. Du musst hart sein. Ne? Vielleicht war sein Vater genauso. Du sollst keine Gefühle zeigen. Du musst hart sein. Du bist ein Mann. Mann weint nicht. Mann zieht es durch. Mann nimmt sich die Frauen, wie es braucht. Lauter so ein Scheiß. Ich muss es ehrlich sagen. Es ist nur Scheiße. Scheiße, 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 hoch drei. Ne? Aber das scheint er so beigebracht worden zu haben. Und da ist er so drinnen in der Sache, ne? Dass er sich immer wieder über außen hier beeinflussen lässt. Und das muss ausgeglichen werden. Dann haben wir Schneewittchen. Ja, Naivität. Ne? Man ist hier sehr leichtgläubig, man lässt sich leicht zu etwas überreden, man lässt sich sehr, sehr schnell von etwas überzeugen. Man rennt also blindlings ins Verderben, weil dein Gegenüber hier eigentlich ein sehr, sehr gutmütiger Mensch ist, ja? Sein Herz, seine Seele ist rein, ist gutmütig, ist verlässlich, ja? Und das nutzen hier Personen in seinem Umfeld aus. Und deswegen haut das auch nicht hin. Er hat die Sehnsucht da, ja, und er weiß, dass er hier was ausgleichen muss, und er weiß, dass er sich ablösen muss, aber er ist halt einfach zu naiv und denkt sich, naja, das wird schon alles seine Richtigkeit haben, weil es ist ja auch Familie, Freunde, ne? Die würden mich ja nie belügen oder betrügen oder die würden ja nie irgendwas sagen, was nicht stimmen könnte. Oh doch. Es könnte hier auch noch eine Partnerin sein, ja, die alles damit versucht, dass dein Schätzelein hier nicht aus dieser Ehe oder dieser Verbindung rausgeht. Also es ist abartig, ne? Aber genauso schaut es hier aus. So, dann haben wir hier die pure Lust. Ja, wir haben hier sexueller Kontakt, Affären, die große Anziehungskraft. Die hatten wir hier ja schon da, ne? Sex statt Liebe, heimliche Treffen, weibliche Reize zum Ausdruck bringen, lustvolle Zeit. Ja, ne? Er lenkt sich selber auch durch das Sexuelle ab. Na, er ist fertig mit der Welt. Und wenn er natürlich nur so oberflächliche, leichte Sachen hat, ja, dann vergisst er vielleicht für kurzen Moment seine Probleme. Aber das wird ihn wieder einholen, das wird dir gar nichts bringen. Aber wie man hier schon sieht, hier wird er regelmäßig auch verführt. Ja, aber das ist aus einer Abhängigkeit raus. Es ist nur Sex statt Liebe. Das heißt, auch wenn dein Gegenüber sich gerade hier vergnügen mag mit irgendwelchen Mädels, ja, weil er denkt, dann ist es besser oder dann kann er seinen Scheiß hier ablegen oder da kann er halt einfach diese Schauspielnummer weiterspielen, das ist hier, wird wieder nicht von langer Dauer sein. Das heißt, da er sucht Stabilität und Sicherheit, ja, Geborgenheit, alles das, was wir schon hatten, aber das kann ich halt nicht nur, wenn es nur um Sex geht. Weil da muss ich Gefühle leben. Das heißt, Liebe hat mit Gefühlen und Emotionen was zu tun. Und da ist er so weit weg gerade, ne? Aber wie gesagt, da kommt die Chance kommt rein. Die Chance kommt rein. Und man wird das umsetzen. Aber es dauert, ne? Also es dauert wirklich, aber er wird es umsetzen. Es kann auch sein, dass er hier, ja, durch das, dass er selber so ein Player ist, ne? Natürlich dann auf diesen Sachen reinsteigt, wobei ich dir ganz ehrlich sagen muss, dass ich es nicht glaube, dass er das tut, sondern das ist auch wieder hier so ein Blabla-Gedönsel, ne? Und wenn, dann ist es, wenn, dann ist es nichts, was irgendwas bedeutet, ne? Sondern dann ist es rein ein Ablenkungsmanöver, ein rein wieder seine Schmerzen hier zu betäuben, ja? Also rein, der hat keinen Kopf für sowas. Oder dass er da irgendwas Ernstes anfangen möchte mit irgendjemand anders. Ne? Aber es kann sein, dass hier jemand einfach noch ist. Ich muss es dazu sagen, also dass er gerade so wirklich so ein ekelhaftes Gigolo-Verhalten an den Tag legt. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, pass auf, ne? Dass du hier nicht mit reinfällst. Aber ich denke, da bist du schlau genug auch. Ne? Weil das ein reines Ablenkungsmanöver ist, er kann das nicht offenbaren jetzt. Aha, es ist heute eine schwere Legung.
Ja, wir haben hier das Parfüm, ne? Gedanken vernebeln, vom Thema ablenken, verführen, sexuelle Absichten, rosarote Brille auf der Nase. Ich sage ja, also der versucht, wenn dann nur durch Sex sich abzulenken oder durch diesen Sex mit einer anderen Dame, ja, muss er jetzt nicht, aber ich sag's nur, ne? Versucht er sich ein bisschen Sicherheit, Geborgenheit zu holen. Aber das hat ja nichts mit Beständigkeit zu tun. Ne? Also das ist, ich weiß gar nicht, wie ich es besser beschreiben soll, aber letztendlich ist es einfach, man versucht hier irgendwo einen Ausgleich zu erreichen, aber den wird man nicht schaffen dadurch. Im Endeffekt denke ich, ich kann wieder nur aus meinen eigenen Sachen sprechen, ja. Wenn ich mir das hier so anschaue, dann verstehe ich es, weil ich das in der Vergangenheit auch mal so gemacht habe. Das ist zwar schon Jahrzehnte her, aber genauso war es. Ich habe gedacht, wenn ich mich zur Verfügung stelle, ja, wenn also ich für Sex bereit bin, dann liebt mich dieser Mensch. Wenn ich da mitspiele, dann habe ich irgendwo eine Anerkennung, eine Wertschätzung durch diesen Menschen. So kannst du dir das hier vorstellen. Das hat mit Liebe wenig zu tun, sondern das ist so Liebe gegen Leistung. Ne? Ich stelle mich zur Verfügung oder ich werde dann gesehen, wenn ich das mache. Und bitte mach du hier den Fehler nicht und steig auf das ein, dass du sagst, ja, ich gehe mit dir ins Bett, weil dann siehst du mich oder dann bin ich dir was wert oder so. Nein, weil das ist das gerade, was er macht. Er macht das nur, weil er dadurch Aufmerksamkeit bekommt, weil er kurzfristige Aufmerksamkeit wohlgemerkt, weil er dann kurzfristig interessant ist, ja, und letztendlich, wenn man dann vielleicht miteinander was hatte oder sowas, dann wird man feststellen, dass es das nicht ist und dann geht es wieder in die Tonne rein. Es ist reine Abhängigkeit einfach, weil er sich vernebeln möchte, er möchte vom Thema ablenken, er will sich nicht damit beschäftigen, das ist das Problem. Und deswegen kann es sein, dass er, wie gesagt, hier von einem Mädel zum anderen hüpft, ja. Aber wie gesagt, lass dich davon nicht blenden, weil es hat nichts mit dir zu tun, es ist eine reine Ablenkung von seinem eigenen Schmerz. Und das kann ich gut nachvollziehen, weil dasselbe habe ich auch mal gemacht. Ich bin kein unbeschriebenes Blatt, Leute, ja. Aber ich hatte da auch mal eine kurze Zeit einige Partners, weil ich gedacht habe, da kriege ich das, da kriege ich die Sicherheit, der könnte mir Geborgenheit geben, der. Was war's? Immer nur eine kurzfristige Geschichte. Aber das war mein Lernweg. Da musste ich drauf kommen, dass wenn ich mich anpreise im Außen oder wenn ich das und das mache, mich verstelle und dass das überhaupt nichts bringt. Diese Beziehungen waren nach kurzer Zeit ausgelutscht. Ist so. Weil du nicht den Menschen kennengelernt hast, sondern weil du einfach bedürftig warst. Du warst im Mangel und das haben wir ja hier. Er ist im Mangel. Er sucht nach etwas, was er bei dir eigentlich schon längst hätte. Aber da er nicht verletzt werden möchte, und kann er sich nicht auf das Ganze einlassen. Und deswegen geht es nur auf die sexuelle Schiene. Also es kann es ja mit jemandem zu tun haben, der wirklich nur auf das Sexuelle immer pocht. Aber innerlich will der Mensch ganz was anderes. Aber das ist die Außenfassade. So, dann haben wir hier den Teufel. Da sieht man schon die Versuchung, ne? Die Macht und die Unmacht, die Abhängigkeiten, die Schattenthemen. Das kommt jetzt alles nach oben. Es sind Machtkämpfe, es ist Machtmissbrauch. Ja, man verkauft seine Seele. Im Endeffekt, da können auch psychische Probleme dahinter stecken, ne? Aber gerade, ich hab's nicht, kann's nicht besser erklären, ich kann's auch nicht schöner erklären. Dieser Mann macht das nicht, weil er dir wehtun will oder sonstiges, sondern der ist innerlich gebrochen. Da ist am Arsch, sage ich euch gleich. Ja, also für die, die wir heute mit diesem Orakel resonieren oder die sich hier das Gegenüber finden, da müssen nicht, kann auch irgendwann ein ganz anderes Kollektiv jetzt sein, ne? Aber heute haben wir es mit einem Mann zu tun, wo ich euch sage, der ist so sehr verletzt und so sehr gebrochen in sich, dass der nur auf die sexuelle Schiene fährt, weil da ist es leicht, da ist es unverbindlich, da muss ich mich nicht einlassen, da muss ich keine Gefühle zeigen, dann ist es schnell wieder weg und fertig, Punkt, aus. Ja. Und hier haben wir die Königin der Münzen. Na? Es ist Sicherheit, 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 Sicherheit. Man möchte Sicherheit, man möchte Verlässlichkeit, man möchte Ehrlichkeit, man möchte Treue, man möchte Bodenständigkeit, man möchte das alles. Und das kannst auch wieder du sein, ja, die ihm dies gibt. Du bist jemand, der hier Gefühle hat, du bist jemand, der bodenständig ist, aber das sieht dieser Mensch noch nicht. Oder was heißt, gesehen hat er schon, aber dass du halt vielleicht, dass er
durch dich dann auch wieder in eine Abhängigkeit kommt, ja, dass du ihn wieder verletzt, dass es hier zwischen euch Machtkämpfe, vielleicht gibt es auch schon Machtkämpfe, ja, ist alles seine Angst, dass du ihm vielleicht untreu wirst. Das kann ja auch hier so ein Thema sein, alles, was er in der Kindheit erlebt hat, ne? Aber dass er da wieder in eine Abhängigkeit fällt. Hier haben wir es mit Wasser und Erdzeichen zu tun. Aber wie gesagt, es ist nur, lasst euch da nicht rausbringen. So, dann schauen wir mal auf die Wolke. Ja, da haben wir die Fische und den Berg. Ja, das ist emotional blockiert. Ja, haben wir jemanden, der emotional blockiert ist und in der Tiefe blockiert ist. Es können natürlich auch noch finanzielle Themen dazu kommen, die in die Blockade schmeißen, ne, weil wir hier noch die Abhängigkeiten haben. Das kann durchaus jemand sein, der ihn da irgendwo vernebelt, weil es um finanzielle Sachen noch geht. Haben wir ja hier auch wieder rübergespiegelt zum Haus. Ne? Hatte ich auch schon im letzten Orakel, wo irgendwas an die Oberfläche kommt, was auch nicht ganz passt. Aber hier haben wir dadurch jemanden in der emotionalen Blockade. Ja, aber eine Blockade ist ein Hindernis. Das ist jetzt nichts etwas, wo man sagt, das könnte man nicht überwinden oder schaffen. Anders wäre, wenn hier der Turm oder der Sarg liegen würde, ja, dann würde man sagen, okay, das sind einfach keine Gefühle vorhanden, keine Emotionen. Da ist man nur blockiert. Das heißt, die Chance kriegt er ja jetzt aufzubrechen und das zu verändern. So, dann haben wir hier den Eigenbrödler. Ja, man ist gern allein, man zieht sein eigenes Ding durch, der Dauersingle, man hat kein Interesse an einer Beziehung, sehr freiheitsliebend, plant sein Leben für sich. Ja, aber das macht er nur, weil er, wie gesagt, emotional blockiert ist. Das heißt, ja, es ist besser, der Dauersingle zu bleiben und mich auf unverbindliche Sachen einzulassen, weil die sind unverbindlich und dann bin ich auch schnell wieder weg. Da muss ich keine Verantwortung übernehmen, es muss keine Gefühle aufbringen und damit kann ich auch nicht verletzt werden. Ganz eindeutig, ne? Und hier haben wir den Kaffeeklatsch. Man kann nichts für sich behalten, erzählt gerne ein bisschen mehr, prahlt gern, ja, sehr gesprächig, gerne in der Gesellschaft, sehr beeinflussbar und liebt den Tratsch. Ja, im Endeffekt, wie es hier schon ist, na, man weiß, dass eine Klärung erforderlich ist, aber man hat die Hosen voll und man prahlt und man stellt sich nach außen hin als etwas anderes dar, was es eigentlich ist. Das heißt, dieser Mensch sagt dir nicht, wie es in ihm ausschaut. Dieser Mensch sagt dir nicht, was er für dich fühlt oder was er wirklich für dich fühlt, sondern da ist Eisstimmung angesagt. Ne? Man ist in diesem trotzigen Kindsverhalten, obwohl es einem eh schon total beschissen geht. Aber trotzdem muss man noch trotzig sein. Und deswegen verpasst man wieder 500 Gelegenheiten. Und es kann natürlich irgendwann sein, dass du sagst, jetzt bin ich weg. Na? Aber hier auch wieder, na, dieses, man erzählt über sich Sachen, die gar nicht stimmen. Na? Man ist viel in der Öffentlichkeit, weil da kriegt man ja die Anerkennung und die Aufmerksamkeit und den ganzen Schrott, den man eigentlich nicht bräuchte, weil man den in sich tragen sollte. Aber da ja der Mann nicht in dem Selbstwert ist, ja, muss er sich das natürlich von außen holen. Und das kann natürlich ja auch über andere Damen sein, wo er sein Ego pusht. Ja, dass ihm die kurzfristig anhimmeln und sagen, wie toll er doch ist, ja. Aber das wird alles wieder vergehen. Es wird alles wieder vergehen. Aber das ist sein Lernweg. Ja, den hat er sich so ausgesucht. Und trotzdem liegst du hier bei, na, die Dame, die Partnerin, die Wunschpartnerin, die Freundin. Das bist du. Eigentlich liegst hier du drauf, ne? Und dann war den Champagner, ja, die Geselligkeit, das Treffen, Freizeitaktivitäten, unbefangene Zeiten, Spaß und Freude, Verabredung, Einladung und Kontakt. Also der wird sich wieder mit dir in Verbindung setzen, aber momentan ist der emotional so am Arsch, ja, dass er jetzt erstmal hier sein Highlife leben muss. Aber im Endeffekt wird er sich hier mit dir in Verbindung setzen und ich sage ja, pass bitte auf, weil dieser Mensch ist noch nicht da, wo er sein soll. Ja, also bitte, Hoffnung ist da und dass er das schafft, auch da, keine Frage. Weil wir haben hier unten unter dem Deck die Liebe liegen. Es ist hier schon Liebe, es geht um Liebe. Es geht um Liebe, ja. Aber da hat er noch einen Weg vor sich, der Herr. Aber er wird wieder auf dich zukommen. Aber es kann wieder irgend so eine oberflächliche Kacke sein. Also bitte da aufpassen, ne? Und lass dich nicht auf irgendetwas ein, was du nicht willst. So, wir haben hier die Sonne, ja, und da... Ja, du bist seine Leichtigkeit, du bist da, wo er unbefangen sein kann, da, wo er Spaß und wo er Freude haben kann und so weiter, ne? Du bist die Sonne, hier geht es um Lebensfreude, da wieder reinzukommen, die Sorglosigkeit, die Zuversicht, die Souveränität, das Selbstbewusstsein, ja, etwas in den Erfolg führen, glücklich sein, Neuanfang haben wir hier da, wieder die Sonne drauf, ne?
Endeffekt sich selbst zu verwirklichen. Und da haben wir die zwei der Schwerter und da haben wir die innere Gespaltenheit. Ne? Da sind die Zweifel drauf, man dreht sich im Kreis, man findet keine Lösung, man verharrt in der Entscheidungslosigkeit, man verschließt sich mit den Gefühlen. Der ist eine ruhelose Seele, der ist zerrissen. Ja? Aber das wird sich hier lichten. Noch haben wir hier viel Unsicherheit drauf. Ja, der ist sehr unsicher dir gegenüber, sehr, sehr unsicher. Der weiß nicht, was er tun soll, ja, der weiß nicht, wie er vorwärts gehen soll, weil diese Sache hier noch da ist. Das heißt, er hat eine wahnsinnige Angst, dass er verletzt wird, er hat eine wahnsinnige Angst, dass du ihn stehen lässt, er hat eine wahnsinnige Angst, was weiß ich, was du alles machen kannst, ne? Aber das ist in seinem Kopf. Das ist ein reiner Verstandsmensch hier noch. So, wir haben hier die Liebe drunter. Ja, es geht um die Liebe bei euch beiden. Ne? Und da ist momentan eben noch das Buch. Das heißt, ja, man verschließt sich vor der Liebe, ne? Aber das wird hier schon beendet werden. Ne? Man verschließt sich, man zieht sich hier zurück, aber es liegt der Sarg schon. Das heißt, das wird alles hier beendet. Ja, das muss in die Transformation, ein altes Kapitel muss geschlossen werden. Man muss in seinen Selbstwert, in sein Selbstvertrauen kommen und dann kann man hier in die Bewegung kommen. Wenn wir wieder Hund mit Reiter, ne? Hatten wir hier schon. Also es kann sein, ne, dass er selber ums Eck kommt. Es kann aber auch sein, dass er jemanden vorschickt, weil er, wie gesagt, die Hosen extrem voll hat. Ja, aber hier kommt Bewegung rein in eure Verbindung und das kann eine lebenslange Verbindung sein. Ja, hier haben wir die Zweifel noch, da wo der Anker wieder reingeht. Ne, das ist einfach, das geht aber, muss aber ins Ablösen, damit es hier in die positive Veränderung gehen kann. Also da haben wir die Öffentlichkeit, da haben wir auch die Entscheidungen, die er treffen wird. Und er wird eine sehr klare Entscheidung hier treffen. Es kommt alles ins Fluss. Ne, hier haben wir die Nachrichten. Also er wird sich wieder melden, aber bitte dräng nicht und mach nichts, weil der muss seinen Weg hier selber finden. Dann haben wir hier die Routen. Das steht auch für die Bereinigung, aber auch für die Kommunikation, für die Gespräche, die reinkommen sollen. Na, das wird hier auch schicksalhaft geführt. Wir haben aber auch hier schicksalhaft schon die positive Veränderung. Wir haben hier von den Zeitkarten ja wieder die nächsten 4 bis 6 Monate, wo also Entscheidungen anstehen. Und da haben wir eben noch die Unklarheiten, aber die haben wir hier noch mit dem Klee. Das heißt, es wird in Kürze rausgehen. Das Feld wird sich lichten. Aber wie gesagt, da kommt noch einiges dazu, wo er sich Gedanken auch über diese Verbindung macht. Ja, man sieht ja hier, er denkt viel nach über diese Verbindung, warum die vielleicht hier gerade in die Stagnation gegangen ist oder warum das im Stillstand ist oder warum das vielleicht jetzt gerade beendet ist, weil es ja hier um die Liebe geht. Ne? Und da muss erst nochmal hier ein Geheimnis sich klären oder man muss sich hier aufmachen. Ja? Da liegt die Spiritualität dabei und dann kann es in die Veränderung gehen. Aber hier auch wieder mit dem Schiff die Sehnsucht zu dir. Ne? Die Sehnsucht zu dir. Du guckst hier momentan in den Turm rein. Ne? Aber es ist, wie gesagt, diese Trennung ist nicht für immer. Wir haben auch hier wieder mit Sicherheit die Nachrichten, die kommen werden. Ne? Es wird hier Kommunikation geben. Aber man hat hier Angst vorm Neubeginn. Seht euch das an. Ne? Es ist immer noch ein bisschen so die kindlichen Ängste auch. So, dann haben wir hier das Yin und Yang. Unterschiedliche Meinung, Dualität, etwas ist nicht im Gleichgewicht, mal heiß und mal kalt, es fehlt an Balance und Harmonie, Kopf versus Herz. Besser könnte diese Karte hier nicht drunter liegen. Ich sage ja, da muss was in den Ausgleich gebracht werden, aber das wird noch ein bisschen Geduld erfordern. Ne? Und hier haben wir die Selfie-Queen, sehr kontaktfreudig, stellt sich gerne in den Mittelpunkt, liebt Komplimente, braucht ständig die Bestätigung. Äußeres Erscheinungsbild ist wichtig. Er braucht immer ständig die Bestätigung vom Außen. Warum? Weil er sich selber nicht toll findet, weil er sich selber abwertet. Und das ist einfach, weil er keinen Selbstwert hat. Ne? Und da haben wir schon Vater-Mutter-Thematiken. Inneres Kind möchte gehört werden. Glaubenssätze, die anerzogen worden sind. Verletzungen, die eben hier geheilt werden müssen. Ja, also alles das, was ich gerade erzählt habe, liegt hier unterm Deck. Also nochmal als Bestätigung. Dann haben wir hier die Uhr. Da haben wir die Geduld, die Wartezeit, der falsche Zeitpunkt, Zeit heilt alle Wunden und das Gras drüber wachsen lassen. Also auch hier ist nochmal, dass es halt einfach noch Geduld braucht und die haben wir hier. Ne? Aber es ist das Licht hier am Horizont. Es ist Licht schon da. Ja, es wird sich lichten, aber es wird noch ein bisschen dauern. Wir haben hier das Telefon, es werden Gespräche geführt. Es kommt eine Aussprache, ja, es wird ein wichtiger Anruf reinkommen. Er sucht den Kontakt, ihr werdet auch Diskussionen führen, weil es ja eigentlich geklärt werden muss. Aber er kann es erst mit dir klären, wenn er in seinem Selbstwert angekommen ist. Ne? Und da haben wir ja schon die Eheringe da. Es geht um Partnerschaft, Verbindlichkeit, die Liebe.
Ne? Dass man etwas festmacht, dass man in die Beständigkeit hineingeht. Ne? Und das ist einfach dieser mutige Schritt, nach vorne zu gehen und sich diesen Dingen zu stellen, in die Stärke zu kommen und einfach auch in die Konfrontation zu gehen. Und es kann durchaus sein, dass er hier nicht direkt mit dir in die Konfrontation geht, sondern wieder irgendjemanden vorschickt. Möglich ist das. So, dann haben wir hier die 5 der Stäbe, und das ist jetzt die Herausforderung, von der er gestellt wird. Ja, das ist, er muss hier seinen Standpunkt klar machen, ja, er muss sich beweisen. Es ist eine Situation, an der er selber wachsen wird. Aber das ist einfach noch ein Weg, den er hat. Ne? Und da haben wir den Eremiten, und auch wenn er sich jetzt zurückzieht oder zurückgezogen hat oder wieder in den Rückzug geht, es geht um die Selbstfindung, und das kann er nur, wenn er alleine ist. Das heißt, da geht es um ernste und reifliche Überlegungen und nicht mehr um irgendwo so ein Ding. Und auch beim Eremiten haben wir das Single-Dasein da, ja? Weil er muss erst der Weg aufgezeigt werden. Na? Und da geht es mit dem Gehängten eben genau darum, dass ich meinen Blickwinkel ändere. Ja, und das ist eine verfahrene Situation, man steht vielleicht zwischen zwei Spülen, ne? Und es sind Widersprüche da und man fühlt sich vielleicht ohnmächtig, aber letztendlich muss er da raus, weil das ist, es ist halt momentan noch die falsche Zeit oder der falsche Ort oder auch die falsche Haltung, die er gerade aktuell noch hat, ja? Und da muss er rausgehen. Ja, und da sieht man schon mit den 10 der Stäbe, dass er da einfach auch belastet ist, also wirklich auch überfordert ist mit dem Ganzen gerade. Ne? Er fühlt sich allein, wieder das Gleiche, ne? Dass er es nicht schaffen könnte, dass er Versager, dass er vielleicht auch ein Versager, dass du ihn auch als Versager betitelst, na, oder vielleicht ist das ja auch die Energie, die du die ganze Zeit schon rausschickst. Ihr müsst immer aufpassen, ne? Das ist energetisch merken die alles, na? Wenn du immer ständig denkst, ja, das schafft er eh nicht und das wird er eh nicht und er ist ein Lügner und er ist ein Versager und er ist eine Nullnummer und alles, das schickst du ihm alles energetisch rüber. Das pusht ihn natürlich gar nicht. Ja, also das merken die ganz genau, ob du hier positiv gestimmt bist oder nicht. Ja, aber wie gesagt, das soll nicht heißen, dass du dir alles gefallen lassen sollst. Du kannst durchaus deine Grenzen setzen. Aber trotzdem, wenn ich heute davon ausgehe, dass sich jemand nicht verändern kann, dann muss ich auch davon ausgehen, dass ich mich nicht verändern kann. Weil jeder kann das, wenn er will. Ja, und zu sagen, ja, aber er will das sowieso nicht und er macht das ja sowieso nicht. Ja, woher wissen wir das? Wir wissen es nicht. Ja, deswegen geh du deinen eigenen Weg weiter. Wie gesagt, Achtung hier, was auf dich zukommt. Ein bisschen beobachten, vorsichtig sein. Lass dich nicht auf etwas ein, was du nicht willst. Wenn es hier nur um Sex geht, dann darfst du das gerne ablehnen. Weil wie gesagt, dann ist es hier eine reine Mangelposition. Ne? Außer du willst das selber, dann ist es deine Verantwortung natürlich. Ne? Wenn du heute sagst, ja, das macht mir nichts, warum auch nicht? Ich sehe das auch locker. Ja, dann ist das so. Ja, jeder muss das für sich selber entscheiden. Aber wenn du von vornherein das gar nicht willst, dann mach es auch nicht. Ja, ja, puh, eine schwere Kost hier heute. Ne? Aber man sieht, ja, hier haben wir es wirklich mit einem gebrochenen Menschen zu tun. Und der ist jetzt gerade auf seinem Heilweg unterwegs und der wird noch ein bisschen dauern. Ne? Aber wie gesagt, es wird sich alles lichten und weil letztendlich du hier schon sein Glück bist. Ja, in diesem Sinne, ich bin gespannt, was ihr schreibt und freue mich auf eure Kommentare und wir hören uns mit dem nächsten Orakel. Bis dann, ciao, ciao, eure Melanie.